Hallo, mein Name ist Daniel Löcker und ich arbeite bei der Stadt Wien Kultur. Die Arbeit für uns alle hat sich massiv verändert. Wir arbeiten aus dem Homeoffice. Wir unterstützen Künstlerinnen und Künstler dabei, durch diese schwere Zeit zu kommen. Durch Arbeitsstipendien wird jenen geholfen, die existenziell von dieser Krise betroffen sind. Daneben bin ich als Wissenschaftsreferent der Stadt Wien, aber auch für ein Veranstaltungsformat zuständig, die Wiener Vorlesungen. Unter normalen Umständen laden wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, das zu erzählen, woran sie gerade arbeiten und das mit einem Publikum live zu teilen. Das ist jetzt nicht möglich. Deswegen haben wir ein Online-Format unter www.wienervorlesungen.at ins Leben gerufen, wo die Vortragenden von zu Hause, von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, sich an ein Publikum richten, so auch an Sie. Beim letzten Mal hatten wir das Thema, was hat eigentlich die Europäische Union in den letzten Wochen und Monaten getan, wo ist die EU geblieben, hatten wir dieses Thema im Mittelpunkt. Hier hinter mir sieht man die Vortragende, wie sie gerade dabei ist, das zu tun, was sie tut, nämlich einen Vortrag zu halten. Andere Themen widmen sich beispielsweise auch der Frage, wie gehen wir mit den Maßnahmen um, die uns die Bundesregierung hier verordnet, was motiviert uns, diese einzuhalten. Durch dieses Online-Angebot, aber auch dadurch, dass wir Mitarbeiter in der Stadt zu Hause bleiben und im Homeoffice arbeiten, versuchen wir beizutragen, die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. Es ist mühsam, sich nicht zu begegnen, aber es rettet Leben. Bitte bleiben auch Sie, bleibt auch Ihr zu Hause, es ist der richtige Weg.